Diesmal gibt es keine neue Webcam von OpSpot, sondern ein kleines Gerät, welches als All-in-One-Lösung für Livestreaming, aber auch für Produktions-Setups gedacht sein soll. Und so sieht das Gerät dann aus. Wie ein kleiner mobiler Bildschirm, den man sonst zum Beispiel von Film-Setups als Zusatzmonitor für die Kamera kennt. Und ich habe echt viele Fragen. Wofür ist so ein Gerät überhaupt gedacht? Was kostet das Teil? Und vor allem, für wen könnte so ein Gerät interessant sein und für wen eher nicht? Ja, lasst uns einfach mal gemeinsam durch das Setup und auch die möglichen Funktionen durchgehen und dann diese Fragen Step by Step klären. Was kann man sich eigentlich unter so einem Gerät vorstellen? Was kann man damit alles machen? Wie funktioniert das überhaupt? Und für wen lohnt es sich am Ende des Tages und für wen ist es eher nicht gedacht? Ich würde sagen, wir gehen systematisch mal durch alles durch und schauen uns das Gerät wirklich von A bis Z an. Und anfangen möchte ich da erstmal mit dem Gerät selber bzw. mit dem, was man dazu bekommt. Erst einmal bekommt ihr halt einfach hier das OpSpot Talent und man sieht, das ist auch wirklich nicht so groß. Also meine Handfläche kann es ganz verdecken. Das ist eher klein. Das hat nämlich die Größe 147,2 mm mal 90 mm mal 28,5 mm. Und wiegt dabei lediglich ein bisschen über 400 Gramm. Also wirklich nicht extrem groß, aber doch ganz schön mächtig mit dem, was es tun kann. Das Ganze ist erstmal in so einem, ja, ich würde sagen Aluminium-Metallgehäuse, also fühlt sich auch wirklich hochwertig an, ist wirklich gut verarbeitet, hat vorne ein richtig schickes Display, das wir natürlich auch gleich noch in Action sehen werden, und jede Menge Anschlüsse. Bevor wir aber zu den Anschlüssen kommen und da wirklich mal ein bisschen was verkabeln und ausprobieren, noch was ihr dazu bekommt. Erstmal bekommt man natürlich einen Stromadapter. Ihr habt hier einen Netzstecker, den könnt ihr abmachen und da gibt es dann mehrere Adapter, die dazukommen. Ich habe jetzt hier einmal für Deutschland das Ganze und dann habt ihr hier auch für andere Kontinente bzw. Länder und Stromnetze alle möglichen Adapter dabei. Also das liegt alles dabei und kann man einfach dran machen. Auf der anderen Seite ist dann ja einfach nur so ein 12 Volt 1,5 Ampere Stecker, der kommt hier rein und schon kann man ja mit Strom das OpSpot Talent mit Strom versorgen. Powern. Das wollte ich sagen. Man kann es aber auch anders machen, das wird jedoch nicht mitgeliefert. Was nämlich auch möglich ist, ist, dass man auf so eine kleineren NPF 750 bzw. ich glaube die 900er funktionieren auch, ja, umrüsten kann. Dafür hat man auf der Rückseite zwei Mounts, wo man die einfach reinstecken kann. Gerade wer viel mit Kameras und weiterem Equipment unterwegs ist, der hat solche Akkus auf jeden Fall am Start, denn die braucht man für alles Mögliche. Und die kann man hier einfach hinten reinsetzen, reinklicken, zwei Stück und schon ist man mobil damit und braucht keinen Stromanschluss. Funktioniert also auch wunderbar, da hat man auch eine ziemlich lange Laufzeit. Das geht auch. Aber was bekommt ihr noch dazu? Wir haben dann zusätzlich noch so eine kleine Sonnenblende. Die kann man hier drauf machen. Da ist aber eine Sache, die ist erstmal nicht aus Plastik. Das ist auch irgendwie so leichtes Aluminium. Man setzt hier den OpSpot Talent dazwischen und ihr hört das schon. Das kratzt so ein bisschen, da muss man wirklich mit Feingefühl arbeiten. Also das hätte ich mir gerne anders vorgestellt mit so einer leichten Führungsschiene. Ich glaube, wenn man das öfter macht, dann kratzt da auch ein bisschen das Aluminium kaputt. Man kann dann auf der Rückseite das Ganze festschrauben. Da werden dann zwei so ja, kleine Schrauben mitgeliefert. Die setzt man einfach drauf, kann das hier festmachen, wenn man es benötigt. Ich lasse es jetzt einfach mal ab beim Test hier. Ist dann, wenn man ja in einer sonnigeren Umgebung unterwegs ist, eine coole Sache, um sich da vor Blendung zu schützen. Das bekommt ihr auch noch dazu. Ich lege es einfach mal beiseite. Und dann gibt es hier noch so eine Standfüße. Das sind so kleine Platten, die sind gummiert, auch aus Aluminium. Die kann man aufklappen und hat dann so Standfüße. Und die setzt man hier hinten rein. Das Ganze ist leider so ein bisschen fummelig. Man muss darauf achten, dass man hier die Richtung mit diesen Löchern nimmt. Und wenn man das tut und das hier reinsetzt, dann kann man hier diese Arretierung runterdrücken, das reinsetzen. Es geht teilweise aber relativ schwer wieder raus. Also da habe ich vorhin schon so ein bisschen gekämpft. Man merkt es jetzt, es klemmt fest. Und wenn man dann zu doll drückt, ja, ist cool. Finde ich gut, dass es mitgeliefert wird. Das hätte aber ein bisschen leichter gehen können.
Das erstmal die Sachen, die alle dabei sind. Ich würde sagen, wir sprechen jetzt mal über die Anschlüsse, denn damit wird das nämlich richtig, richtig interessant. Und dann schauen wir auch mal, was man damit alles machen kann. Ihr habt am OpSpot Talent mehrere Anschlüsse. Also, wenn ihr das Ganze einfach mal hochkippt, habt ihr auf der Unterseite erstmal hier ein, ja, kleines Gewinde. Dort könnt ihr das Ganze dann natürlich an Halterungen ranbringen. Gerade wenn man auf der Kamera das Ganze positionieren will, gibt es Halterungen, wo man es draufschrauben kann. Wenn man es an den Arm montieren will, draufschrauben. Also das finde ich schon mal super praktisch. Eine Sache muss ich da leider jedoch sagen, wenn ihr hier eine kleine Halteplatte dran schraubt, dann habt ihr das Problem, dass die Halteplatte natürlich ein bisschen größer ist und die dann den SD-Kartenslot, ja, überdeckt. Und schon kann ich nicht mehr, während ich das Gerät nutze, meine SD-Karte zwischendurch rein und rausstecken. Okay, hätte man vielleicht ein bisschen anders positionieren können, aber gut. Wenn man eine große SD-Karte reinsteckt, geht das auch. Ihr habt einen RJ45-Anschluss. Damit könnt ihr dann den OpSpot Talent, ja, Internet geben. Ob nun mit einem mobilen Router, mit, ja, einem Netzwerk zu Hause, im Studio, je nachdem, wo es eingesetzt wird. SD-Kartenslot, da könnt ihr dann unter anderem Aufnahmen drauf tätigen. Ihr habt einen USB-C-Out-Port. Der hat gleich mehrere Funktionen. Denn ihr könnt das Ganze als Eingang oder als Ausgang nutzen. Wenn ihr hier zum Beispiel einen Monitor anschließt per USB-C, dann wird das Bild an einen mobilen Monitor ausgegeben. Das heißt, man kann auch einen größeren Monitor daneben stellen und das Bild ausgeben lassen von dem Programm, was man da drauf gerade mixt. Man kann hier aber auch das Ganze als Eingang nutzen. Das heißt, man kann hier zum Beispiel Kameras anschließen per USB-C. Man kann hier theoretisch Storage anschließen per USB-C. Also der ist multifunktional. Dann haben wir aber noch mehr Anschlüsse. Auf der einen Seite haben wir zwei HDMI-Eingänge. Darüber lassen sich Quellen anschließen mit bis zu einer Auflösung von 4K und 60 FPS. Also mehr als 60 FPS geht nicht. Da kommen wir auch später noch zu für die Frage, nämlich könnte ich das theoretisch für ein Gaming-Setup nutzen. Und wenn ihr mehr als 60 FPS nutzt, egal ob 4K oder niedriger in der Auflösung, nein, es gehen nur 60 FPS. Ihr habt noch einen USB 3.0 Typ A Anschluss. Drehen wir das Ganze mal auf der anderen Seite, dann habt ihr hier noch einen USB 3.0 Typ A Anschluss. Und ihr habt noch einen Kopfhörerausgang 3,5 Klinke. Und ihr habt noch einen Mikrofon- bzw. Line-In-Eingang. Könnt ihr als Line-Level-Signal oder als Mikrofonsignal reinsenden. Auch 3,5 Klinke. Und ihr habt hier noch einen, ja, Power-Knopf. Damit wird einmal das Gerät eingeschaltet. Und wenn ihr da drauf drückt länger, dann fragt euch das System auch, ob ihr runterfahren sollt. Also ein- und ausschalten. Auf der Oberseite ist nichts mehr. Auf der Rückseite hatten wir schon besprochen. Da sind Akku-Mounts, wenn man die nutzen möchte. Und hier ist ein kleiner Lüfter. Der ist so gut wie nicht zu hören. Der ist wirklich, wirklich gut gemacht. Sehr leise, werdet ihr auch gleich merken. Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage mit den ganzen Anschlüssen, was kann ich mit dem Gerät machen? Und da würde ich sagen, gehen wir einfach mal durch, schalten das mal an und probieren einfach mal aus, was funktioniert. Ich habe es natürlich schon gemacht, aber ich möchte euch das einfach mal zeigen, was da alles geht. Wenn man das einschaltet, das werdet ihr auch gleich hören. Es ist wirklich leise. Also wenn ich mein Mikrofon direkt daran halte, ja, dann wird man es wahrscheinlich hören, aber super, super leise. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn es schon eingerichtet ist. Ihr habt mehrere Möglichkeiten. Also erst einmal ist das die Hauptansicht. In der Hauptansicht sieht man verschiedene Szenen, also so wie man es zum Beispiel beim Streamen mit OBS Studio kennt. Ich kann in verschiedene Szenen springen, kann Szenen hinzufügen, kann dann zum Beispiel von dem ganzen Programm ein Foto machen, ich kann das Programm aufnehmen, ich kann das Programm live streamen, ich kann mein Audio kontrollieren und einstellen zwischendrin und. Das ist erstmal die Hauptansicht. Also wir haben hier ein All-in-One und so habe ich es ja auch schon betitelt, Streaming und Produktionssetup. Aber wie nutze ich das Ganze jetzt erstmal? Wir haben die Möglichkeit, über das Menü zum Beispiel verschiedene Shows zu erstellen. Eine Show ist im Endeffekt einfach nur eine Sammlung von verschiedenen Ansichten mit den Quellen. Und dort habe ich dann die Möglichkeit, zum Beispiel zu sagen, wie die Show heißt. Ich kann eine Framerate angeben für meine Show, in der das Ganze nachher gestreamt und aufgenommen werden soll. Und ich kann auch die Orientation angeben, also die Ausrichtung. Wir haben hier einmal das Ganze im Portrait und im Landscape Mode, also 16:9 oder 9:16. Da ist das Ganze dann auch schon für Short-Plattformen vorbereitet, finde ich ziemlich cool. Und ich kann, wenn ich so eine Show erstelle, natürlich auch zwischen den Shows wechseln, Showlist.
und kann dann in meine einzelnen Shows gehen. Und die werden dann einfach geladen. Man sieht es jetzt hier, ich kann in so eine andere Show reingehen, zum Beispiel Beispielshow 16:9. Oder aber ich gehe wieder zurück in die, an der ich schon gespielt habe. Diese Shows, die lassen sich erstmal importieren, wenn man per SD-Card oder per USB ein Storage-Device anschließt, auf dem so eine Shows gespeichert sind. Und ich kann sie natürlich exportieren, um das Ganze per Backup zu sichern. Ich kann aber noch viel mehr machen. Ich habe die Möglichkeit, ein Album einzusehen. Das heißt, wenn ich Aufnahmen erstelle, die auf dem Gerät gespeichert werden können, denn das Gerät hat einen internen Speicher von insgesamt 64 GB, dann kann ich mir das alles hier direkt auf dem Gerät anschauen. Ich kann aber auch, wie gesagt, eine SD-Card oder ein USB-Storage-Device anschließen und direkt darauf aufnehmen bzw. speichern und mir das auch über das Album angucken. Und ich habe sehr, sehr viele Einstellungen, was man hier alles machen kann. Das ist unglaublich. Wir könnten jetzt wirklich wahrscheinlich eine Stunde darüber reden. Ich kann zum Beispiel mein Netzwerk anbinden. Ich habe hier die Möglichkeit, per WLAN das Opspot Talent mit dem Netzwerk zu verbinden. Ich kann per Ethernet rangehen. Ich kann per Hotspot rangehen von meinem Smartphone oder mein Smartphone per USB anschließen und Tethering nutzen. Also all das ist möglich. Ich kann Bluetooth nutzen und das heißt nicht nur Bluetooth senden, zum Beispiel Bluetooth-Kopfhörer, ich kann auch Bluetooth-Geräte als Input verwenden. Ich kann ein Display anpacken, ich kann Audio einstellen, ich kann mein Storage einstellen, ich kann Encode Stream Record einstellen und da wird zum Beispiel nochmal richtig interessant, denn beim Encoden kann ich zwei verschiedene Encoder einstellen, die auch parallel laufen können. So kann ich zum Beispiel den einen Encoder in H265 laufen lassen mit einer ganz hohen Bitrate von 30 Mbit per Second und den anderen Encoder, den lasse ich auf H264 bei 1080p mit 60 FPS laufen mit 6 Mbit per Second. Das heißt, ich kann in hoher Qualität aufnehmen, parallel aber in einer niedrigeren Qualität streamen, wenn die Streaming-Plattform zum Beispiel bestimmte Bitratenlimits hat. Super spannend. Was gibt es für Möglichkeiten beim Encoding? Ich kann erstmal auswählen, was ich encoden möchte in dem Encoder, ob das Programm, also das, was zusammengemixt ist, ob einen bestimmten Input, den ich auswählen möchte, dann ob es in H264 oder H265 encoded werden soll, dann natürlich auch noch die Auflösung, die Framerate, die Bitrate, die Audio-Bitrate und ich kann auch noch weitergehen. Ich kann das Keyframe-Intervall einstellen, Encode-Level und auch meinen Bitraten-Modus, ob VBR, also variable Bitrate, oder CBR für eine konstante Bitrate. All das möglich. Und hier stelle ich dann, wie gesagt, einfach meine Encoder ein und wähle die aus. Encode 1, Encode 2 mit meinen Presets, die ich definieren und switchen kann. Stream. Bei Stream wähle ich dann die Plattform aus, wo ich hin senden möchte. Und da gibt es YouTube, da gibt es Twitch, da gibt es Facebook. Ich kann an ein NDI-Gerät senden. Also ich kann theoretisch im Netzwerk NDI senden und andere Geräte im Netzwerk können dieses NDI-Signal entgegennehmen. Ich kann an einen RTMP-Server senden. Das heißt, nicht nur an Custom-Streaming-Dienste. Ich kann auch an einen eigenen RTMP-Server senden. Und ich kann natürlich noch SRT-Caller einstellen, also auch über SRT möglich. Record. Hier wieder ganz easy. Ich kann lokal recorden, kann dann hier auswählen, was ich recorden möchte, kann theoretisch auch parallel recorden, also beides, beide Encode-Streams und kann sagen, welches Format, wo gespeichert werden soll, auf der SD-Karte oder auf internen Storage. Dann, ob das Ganze gesplittet werden soll, wenn ja, wo. Also sehr, sehr viele verschiedene Einstellungen. Um aber auch mal auf den Punkt zurückzugehen mit dem Signal. Ich gehe wieder ins Hauptmenü und hier kann ich ja jetzt den Stream starten. Ich kann die Aufnahme starten. Dafür brauche ich aber verschiedene Eingaben. Und da kann ich, ich lösche das hier einfach mal raus, da kann ich draufklicken und es löschen, verschiedene Quellen einbinden, aber kann diese Quellen theoretisch auch noch ganz, ganz krass, ja, übereinander legen. Ich habe hier theoretisch ein OBS Studio innerhalb dieses Geräts, denn was OBS Studio ausmacht, ist, dass man Szenen hat, verschiedene Ansichten und in den Szenen kann man Quellen einfügen und das habe ich hier auch, ich kann Quellen übereinander legen. Eine Quelle könnte zum Beispiel sein, diese, die ich jetzt hier schon eingebunden habe, die kann ich verschieben, ich kann sie auch einfach rausnehmen, mache ich mal über Löschen, kann hier auf links draufklicken, eine neue Quelle einbinden und da gibt es einmal die Eingänge, die ich habe, meine HDMI-Eingänge, meine USB-Eingänge. Ich kann einen Videoclip von der SD-Card oder USB-Storage einbinden. Bilder kann ich einbinden. Ich kann auf einen RTMP-Server zugreifen und das Bild mir holen.
ich kann einen SRT-Stream einbinden, ich kann die Kamera meines Handys einbinden, ich kann einen NDI-Stream einbinden. Das heißt, wenn ich irgendwo in meinem Netzwerk einen NDI-Stream sende, kann ich das hier als Quelle einbinden und ich kann natürlich auch Text und Farbe drüberlegen. Unglaublich viel. Machen wir mal eine ganz simple Sache. Ich nehme jetzt einfach mal eine Kamera und das ist zum Beispiel eine Sache, die das Ganze hier nämlich etwas besonders macht. Ich kann jetzt von OBSpot zum Beispiel eine Kamera nehmen. Ja, OBSpot sollte funktionieren. Ich kann aber auch von irgendeinem anderen Hersteller eine USB-Kamera nehmen, die UVC-kompatibel ist und anschließen und auch die als USB-Kamera einbinden. Was aber mit OBSpot-Kameras funktioniert, vor allem hier mit der Tail Air, die haben ja eine PTZ-Kontrolle. Und ich kann, wenn die angeschlossen sind, über das OBSpot Talent die PTZ-Kontrolle von meiner OBSpot Tail Air zum Beispiel steuern. Schließen wir das Ganze einfach mal an. Das geht dann hier zum Beispiel an der Seite in so einen USB-Port rein. Dann sehen wir auch schon, ja, wir kriegen hier Strom. Das heißt, Stromversorgung läuft da drüber. Und schalten wir dann unsere OBSpot Tail Air einmal an. Zack, kann ich hier einfach Webcam auswählen. Das Bild wird nun von der Tail Air geladen. Und ja, da sehen wir es schon. Kuckuck! Schon haben wir das Bild drin. Ich kann die Quelle verschieben. Ich kann die Quelle kleiner machen, wenn ich möchte. Moment, da muss ich einmal hier unten drauf. Dann kann ich sie kleiner machen, kann sie woanders positionieren. Ich kann dann natürlich die Quellen auch in der Reihenfolge ändern. Das heißt, ich kann unter diese Quelle noch was anderes legen, wie zum Beispiel ein Hintergrundbild. Ich kann eine weitere Kamera mit in diese Ansicht legen. Also, da gibt es ganz, ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und ich kann natürlich hier unten noch auf viel mehrere Sachen zugreifen. Ich kann das zurechtschneiden, ich kann Label hinzufügen, ich kann das Ganze kippen, ich kann hier auf die Einstellungen zugreifen, Tail Air zum Beispiel, kann von der Tail Air direkt die Webcam-Properties bearbeiten, kann hier eine Transition hinzufügen, ich kann sogar direkt einen Chroma-Key verwenden. Also solltet ihr einen Greenscreen hinter euch haben, kann ich den Chroma-Key direkt hier im Programm rausfiltern lassen. Ich habe noch die Möglichkeit, auf die PTZ-Kontrolle zuzugreifen und noch viel mehr. Also, ihr merkt, ich kann das gar nicht alles erklären und zeigen. Es geht sehr, sehr viel. Deswegen, ich möchte es einfach mal anreißen. Ich kann eine neue Ansicht machen. In der neuen Ansicht kann ich dann zum Beispiel sagen, okay, hier möchte ich Webcam 1 einbinden. Dann möchte ich noch eine Ansicht haben. Hier möchte ich HDMI 1 einbinden. Ich möchte noch eine Ansicht haben. Hier möchte ich HDMI 2 einbinden. Ich möchte noch eine Ansicht haben. Und hier möchte ich dann zum Beispiel meine Kamera vom Handy einbinden. So, zack, fertig. Und schon sieht man hier unten die ganzen Ansichten und ich kann halt einfach zwischen den Ansichten hin und her springen. Und das, was dann in der Mitte in groß zu sehen ist, ist mein aktives Programm, was ich dann streamen bzw. aufnehmen kann. Und was hier natürlich dann auch noch funktioniert ist, dass ihr dann das Audio mit anbinden könnt. Was ich ja schon gesagt habe, ist, dass wir an der Seite, gucken wir einmal, genau an dieser Seite, haben wir ja einen Anschluss, ich nehme mal die Kamera wieder ab, für Kopfhörer. Das heißt, ich kann einmal mein Audio monitoren, was gerade im Programm drin ist. Ich habe aber auch einen Anschluss für Mikrofon. Und hier könnte ich entweder direkt ein 3,5-Klinke-Mikrofon anschließen. Was eher Sinn macht, ist, wenn ich zum Beispiel noch einen Mixer dazwischen habe, ein Line-Level-Signal, Line-In. Oder noch viel mehr Sinn macht in so einem Produktions-Setup, ich könnte eine Funkstrecke per 3,5-Klinke anschließen, also den Empfänger der Funkstrecke hier anschließen, 3,5-Klinke, Sender nehme ich dann selber mit oder andere Gäste, die dabei sind. Und so habe ich Wireless-Audio in mein OBSpot Talent rein. Und das kann man dann später hier auch noch mit konfigurieren. Denn hier werden alle Quellen, die man eingebunden hat, angezeigt. Hier wird auch noch das Monitoring und das Programm angezeigt. Ich kann hin und her schalten, ob ich etwas lauter, leiser machen möchte. Ich kann sagen, okay, welches Audio soll pro Szene zu hören sein? Audio Follow Video, das heißt, nur in den Szenen, wo diese eine Quelle drin ist, ist das Audio davon zu hören oder Always On. Oder ich kann auch sagen, okay, möchte ich nicht, ich möchte Always Off. Also es gibt hier ganz, ganz viele Einstellungen, auch fürs Audio. Dann noch ganz cool GFX. Ich kann hier noch weitere Quellen einbinden, zum Beispiel Lower Thirds. Ich kann animierten Text einbinden, digitale Clock, Logo, Timer, Scoreboard. Also auch hier, das kann ich einfach drüberlegen. Ich kann sogar eine Webpage drüberlegen. Das heißt, ziemlich cool, so eine Webquelle auch noch mit einbindbar. Dann habe ich hier so einen Stift und mit dem kann ich live auf meinem Programm malen. Das heißt, wenn ich irgendwas annotieren möchte, während ich am Streamen bin oder am Aufnehmen, kann ich das hier machen und zeigen. Fertig. Hier kann ich einstellen, wie. Ich kann es löschen, kann rausgehen und dann kann ich noch hier auf weitere Dinge zugreifen. Zum Beispiel einen Freeze erstellen. Ich kann zum Beispiel ein FTB, zack, Fade to Black. Ich kann wieder rausgehen, dann kommt das Bild wieder.
Ich kann hier in die PTZ-Kontrolle gehen, kann meine Kamera steuern. Also auch die Funktion mit dabei. Möchte ich ein Foto machen zwischendrin? Kann ich hier draufklicken? Wird ein Foto vom aktuellen Programm gemacht? Möchte ich die Aufnahme starten? Nämlich diesen Button. Jetzt wird aufgenommen mit meinen Einstellungen, die ich vorher getätigt habe. Möchte ich noch streamen parallel? Wähle ich die Streaming-Plattform aus, verbinde die natürlich. Stream wird gestartet. Also alle Funktionen kompakt, direkt zu sehen. Und ja, das ist das Offspot Talent. Jetzt stellt sich aber die Frage, für wen eignet sich das überhaupt und was halte ich davon? Hier muss man erstmal sagen, generell ist das super gut verarbeitet. Also das Offspot Talent, das fühlt sich gut an, das ist nicht zu schwer, das ist aber auch nicht zu leicht. Die Verarbeitung ist gut, bis auf die Dinge, die ich schon gesagt habe. Und wir haben jede Menge Anschlüsse. Finde ich echt praktisch, nur für wen ist das überhaupt was? Denn wenn wir uns mal den Preis vor Augen halten, und den wollte ich auch bewusst erst jetzt nennen, damit ihr euch überhaupt erstmal anhört, was man damit machen kann. Wir sind hier bei 1299 US-Dollar. Das ist eine Hausnummer. Das ist richtig, richtig viel. Und für Leute, die zum Beispiel Game-Streaming machen, also Konsole streamen wollen oder ein Gaming-PC streamen wollen, nein, da ist das Offspot Talent definitiv meiner Meinung nach nicht geeignet. Denn A, brauche ich nicht diese Kompaktheit mit so vielen Anschlüssen. Und B, kann ich mir auch einfach, wenn ich ein festes Setup habe, einen Streaming-PC hinstellen und komme da mit weniger als 1299 US-Dollar rum und kann wahrscheinlich noch mehr anschließen und mehr machen. Also da ganz klares Nein. Wo sehe ich das Ganze und für wen ist das bei diesem Preis praktisch? Generell 1299 US-Dollar. Es gibt auch andere Hersteller, die sowas machen, auch in dem Umfang, die einen kleinen Tick günstiger sind. Das muss man hier schon mal sagen. Offspot wirbt hier bei dem Talent natürlich damit, dass alle Kameras, die man von Offspot nutzt, direkt auch mit verfügbar sind und dadurch einen etwas höheren Funktionsumfang man mit dem Offspot Talent hat. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man das Offspot Talent in Setups wie bei Events zum Beispiel nutzen kann. Also wenn ich zum Beispiel auf einer Hochzeit bin und ich möchte das live streamen mit mehreren Kameras oder möchte das aufnehmen mit mehreren Kameras in so einem kompakten Gehäuse, wo ich nicht viel weitere Sachen aufbauen muss, super genial. Möchte ich in der Kirche etwas machen? Möchte ich zum Beispiel auf einem Sportevent, Handballturnier, Fußballturnier, Tennis? Also all da sind Dinge, da kann ich mir das gut vorstellen. Habe ich zum Beispiel eine Küche und bin Content Creator mit Kochen oder irgendwelchen Rezepten? Auch da kann ich mir das gut vorstellen. Ganz einfach kompakt, ich kann viele Kameras anschließen, kann direkt live streamen, kann direkt aufnehmen. Podcasts. Interviews generell, also all diese Dinge, da kann ich mir das super, super vorstellen. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass man mit einem Preis von 1299 US-Dollar hier sehr gut fährt. Denn wenn ich in solchen Setups das Ganze mit anderen Sachen aufbauen würde, würde ich wahrscheinlich mit mehr rausgehen als 1299 US-Dollar. Also hier mal eine ganz klare Abgrenzung, Offspot Talent. Ihr wisst, wo ich es einsetzen würde. Jetzt bin ich aber mal gespannt, ist das ein Gerät für euch? Interessiert euch das? Und wenn ja, wofür würdet ihr das Offspot Talent einsetzen? Schreibt mir dazu doch gerne mal was unten in die Kommentare. Und noch eine ganz wichtige Info. Wir haben ja jetzt in dem Video nur ein paar Dinge besprochen, sind auf ein paar Dinge eingegangen. Ich habe einfach mal den generellen Funktionsumfang abgeklopft. Aber wir sind nicht Schritt für Schritt durchgegangen, wie man es denn wirklich einrichtet und nutzt. Und das möchte ich nochmal in einem Deep Guide machen zum Offspot Talent. Also schreibt mir, wenn ihr da Wünsche habt, gerne das Ganze auch nochmal in die Kommentare. Aber dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao!